Hoffenheim hat Anstoß. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöpf. Burgstaller. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. So viel fehlte da nicht. Ein guter Versuch aus dieser Entfernung. Ei, das war knapp. Bei dem Schuss macht er fast alles richtig, aber leider etwas zu hoch. Nun Kalle Rabeck. Gut den Körper eingesetzt. Kevin Vogt. Schöpf. Da trennt er ihn vom Ball. Da kommt der Schuss. An den Pfosten und dann ins Tor aus. Das könnte die Chance werden. Oh. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Burgstaller. Hereingabe jetzt. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Super dazwischen gegangen. Vorteil ist angezeigt. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Weg ist der Ball. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Kaderabek. Kramaric. Wird das eine Torchance? Jetzt können Sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Caligiuri. Klasse Zuspiel. Gute Aktion. Rob. Schalai. Jetzt wird's gefährlich. Kaderabek. Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt die Chance. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Schönes Zuspiel. Wird's jetzt gefährlich. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Amiri. Das frühe Pressing jetzt. Verteidigt da den Ballbesitz. Vogt. Rob. Heute braucht S04 eine hochkonzentrierte Leistung, sonst wird's schwer. Steffen Wolf sind nämlich beides gute Teams. Da können kleine Fehler schon entscheidend sein. Nadim Amiri. Stark gearbeitet. Caligiuri. Die Möglichkeit. Oczipka. Ball kommt rein.
Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Sieht gut aus für die Schalker. Sie liegen vorne. Kaderabek. Amiri. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Caligiuri. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Rob. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Ganz starke Direktabnahme und dann passt der Ball. Mal eine andere Variante. Lukas Rupp. Er schießt. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. Super. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Aktion. Und er gewinnt den Zweikampf. Schöpf. Di Santo. Guido Burgstaller. Eckstoß also für Schalke 04. Der Ball kommt rein. Ja, das sah so gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Alessandro Schöpf. Wahnsinn, der passt! Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Für ein Strahl aus dieser Entfernung. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Goretzka. Schöpf. Očipka. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Tasic. Der Einwurf für Hoffenheim. Nun Kaderabek. Goretzka. Wird das eine Torchance? Guter Pass.
Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ecke jetzt für Hoffenheim. So, Ecke kommt. Steven Zuber. Oh, klasse, Kopfball. Aber kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das könnte gefährlich werden. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse Tackling. Amiri. Kramaric. Rob. Ballverlust. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Schalke liegt hier vorne, war ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gutes Tackling. Kevin Vogt. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Da kommt der Pass. Den Ball kann er klären. Kevin Vogt. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt ist der Ball dort auf Weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Und Schipka. Pass auf die Außenbahn. Wird's jetzt gefährlich? Di Santo. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Amiri. Wenn sie schnell spielen, wird's ein guter Konter. Und jetzt die Chance. Den Konter haben sie blitzschnell aufgezogen, aber da müssen sie auch mal das Tor machen. Wirklich klasse gespielt, eben bis kurz vor das Tor. Eine gute Möglichkeit. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Caligiuri. Goretzka. Franco Di Santo. Goretzka! Da ist die Flanke. Immer noch gefährlich.
Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Amiri fängt diesen Ball ab. Schöne Aktion. Amiri. Oczipka. Ronaldo. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Polanski. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kramaric. Jetzt vielleicht. Volle Parade. Hoffenheim mit der Ecke. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. So, Ecke kommt. Da ist die Szene vorbei. Rupp. Rupp. Jetzt wird's gefährlich. Gut. Polanski. Super. Margut. Achtung jetzt. Das sieht gut aus. Wie macht er den denn rein? Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache der Ball passt. Kommen Sie noch mal ins Spiel zurück, Buschi? Ja, auf jeden Fall sah es schon schlechter aus. Jetzt ist es nur noch ein Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gut. Nastasic. Oczipka. Stambouli. Schöpf. Bentaleb. Wird das eine Torchance? Er war noch dran, gibt Ecke. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Der Ball kommt rein. So, Situation bereinigt. Die Möglichkeit zu flanken. Franco Di Santo. Und jetzt gibt's hier Eckball. Da kommt die Ecke. Nastasic! Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Das könnte gefährlich werden. Akpoguma. Kramaric. Gut. Da ist erstmal keiner. Schöpf. Eugen Polanski. Weg ist der Ball.
Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Goretzka. Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt der Schuss. Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abschluss. Ja, das lässt ihn natürlich nicht kalt. Und dann denkst du einen Moment zu lange nach und schon ist es passiert. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball ist im Aus und es gibt Ecke für die Gelsenkirchner. Ecke kommt. Ja, da können sie ihn. Da zieht er ab. Ja, das war nichts. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Kalerabek. Guter Pass. Achtung jetzt. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Sehr guter Einsatz. Goretzka. Guido Burgstaller. Da hat er den Pass unterbunden, ganz wichtige Aktion. Burgstaller. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.